Hallo und herzlich willkommen bei Doypedia, der enteralen Infothek von Dolp Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie Sondennahrung per Schwerkraft über eine Ernährungssonde verabreichen. Vielleicht fragen Sie sich, was Schwerkraftapplikation eigentlich bedeutet. Deshalb möchte ich Ihnen das kurz erklären. Bei dieser Art der Applikation fließt die Sondennahrung durch einen dünnen Kunststoffschlauch ohne den Einsatz einer Ernährungspumpe ausschließlich über Schwerkraft. Den Kunststoffschlauch nennt man Schwerkraftüberleitgerät oder Schwerkraftüberleitsystem. Für eine gute Funktionalität ist hierbei der Höhenunterschied zwischen Nahrungsbehälter und Ernährungssonde entscheidend. Die Geschwindigkeit wird bei der Schwerkraftapplikation wie bei einer normalen Infusion über eine sogenannte Rollenklemme geregelt. Diese Art der Verabreichung wird in der Regel bei einer Sondenlage im Magen eingesetzt. Zudem sollte eine stabile Stoffwechsellage sowie eine normale Verdauungsleistung des Patienten vorliegen. Legen Sie sich für die Verabreichung zunächst alle notwendigen Materialien bereit. Sie benötigen einen Infusionsständer, Händedesinfektionsmittel, die vom Arzt verordnete Sondennahrung, ein Schwerkraftüberleitsystem. Wir haben hier das Dolpina Schwerkraftüberleitsystem gewählt, da die kleinen Fangriemen an den Verschlüssen von unseren Kunden besonders geschätzt werden. Hierdurch gehen die Verschlusskappen nicht verloren. Zudem ist die Rollenklemme hier besonders leichtgängig. Eine 20 ml Enfit-Spritze zum Spülen der Sonde und frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser zum Spülen der Sonde. Während der Ernährungszeit und mindestens 30 bis 60 Minuten nach der Verabreichung der Sondennahrung sollte der Oberkörper des Patienten 30 bis 45 Grad hochgelagert oder eine Sitzposition eingenommen werden. Dies verhindert ein Zurücklaufen von Nahrung in die Speiseröhre. Bevor Sie mit der Verabreichung der Nahrung starten, waschen Sie sich Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Bereiten Sie nun die Sondennahrung für die Verabreichung vor. Kontrollieren Sie, ob Sie das richtige Produkt ausgewählt haben, ob die Nahrung Zimmertemperatur hat, das Aussehen der Sondennahrung und die Unversehrtheit der Verpackung. Schwenken Sie zunächst die Sondennahrung vorsichtig, um Ablagerungen zu lösen. Eine Blasenbildung sollten Sie vermeiden. Entfernen Sie anschließend den Verschluss vom Nahrungsbehältnis. Nehmen Sie das Überleitsystem aus der Verpackung und schließen Sie die Rollenklemme. Nun verbinden Sie das Überleitsystem mit dem Nahrungsbehältnis. Stecken Sie hierzu den plusförmigen Anschluss des Überleitsystems in den plusförmigen Anschluss am Nahrungsbehältnis und verschrauben beides miteinander. Nun können Sie das Nahrungsbehältnis am Infusionsständer aufhängen. Zunächst öffnen Sie die Verschlusskappe, dann befüllen Sie die Tropfkammer durch mehrfaches Zusammendrücken etwa zur Hälfte. Öffnen Sie nun die Rollenklemme, bis das Überleitsystem vollständig mit Nahrung befüllt ist. Nun schließen Sie die Rollenklemme und die Verschlusskappe wieder. Bevor Sie die Sondennahrung verabreichen, müssen Sie die Ernährungssonde spülen. Bitte beachten Sie zum Spülen, niemals heiße Flüssigkeiten zu verwenden, da diese zu Verbrennungen führen können. Schwarztee und Kaffee sind aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe zum Spülen nicht geeignet, da diese Verfärbungen der Sonde verursachen können. Früchtetee oder Fruchtsäfte sind ebenso ungeeignet, da sie bei Kontakt mit der Sondennahrung ausflocken und die Ernährungssonde verstopfen können. Ziehen Sie nun mit einer Spritze 20 bis 40 ml Flüssigkeit zum Spülen auf. Legen Sie gegebenenfalls ein Handtuch unter die Sonde und schließen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde. Öffnen Sie nun den Sondenkonnektor und drehen Sie die Spritze auf die Sonde. Sitzt die Spritze fest auf der Sonde, können Sie die Ritschratschklemme wieder öffnen und die Sonde mit der aufgezogenen Flüssigkeit spülen. Abschließend müssen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde erneut schließen und die Spritze entfernen.
Nun wird das Überleitsystem mit der Ernährungssonde verbunden. Verschrauben Sie hierzu die beiden Konnektoren miteinander und öffnen Sie anschließend die Ritschratschklemme. Es ist wichtig, dass die Ritschratschklemme zur Vermeidung von Schlauchdefekten in Nahrungspausen immer geöffnet bleibt. Zudem muss diese regelmäßig verschoben werden, um einer Materialermüdung am Schlauch entgegenzuwirken. Idealerweise platzieren Sie die Ritschratschklemme randständig am Sondenkonnektor, sodass bei Bedarf ein defekter Schlauch abgeschnitten werden kann und nicht die komplette Sonde ausgetauscht werden muss. Sind Sonde und Überleitsystem verbunden, können Sie die Rollenklemme öffnen, bis die gewünschte Tropfgeschwindigkeit erreicht ist. Ein kleiner Tipp: 20 Tropfen Sondennahrung entsprechen etwa 1 Milliliter. Das heißt, eine Laufrate von ca. 120 Milliliter pro Stunde wird erreicht, wenn in 30 Sekunden 20 Tropfen gezählt werden. Dadurch lässt sich die Laufrate wesentlich leichter einstellen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Tropfgeschwindigkeit aufgrund von Lageveränderungen und Bewegungen des Patienten, wie zum Beispiel Laufen, Sitzen oder Husten, verändern kann. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige Informationen geben, die Sie im Alltag berücksichtigen sollten. Das Überleitsystem muss nach 24 Stunden gewechselt werden. Nahrungspausen, die sich am gängigen Mahlzeitenrhythmus orientieren, sind jederzeit möglich und sinnvoll. Wir empfehlen nach Möglichkeit, den Tag-Nacht-Rhythmus ähnlich wie bei der normalen Ernährung einzuhalten. Gelingt dies nicht, sollten Sie eine mindestens 4-stündige Sondenpause innerhalb von 24 Stunden einlegen. Auf diese Weise kann sich der pH-Wert im Magen normalisieren und somit seine Schutzfunktion gegen Keime aufrechterhalten. Auch wenn keine Nahrungsaufnahme über den Mund erfolgt, ist eine sorgfältige und regelmäßige Mundpflege unerlässlich, um einen Pilzbefall oder eine Ohrspeicheldrüsenentzündung zu vermeiden.